Die am häufigsten gestellte Frage auf meinem Kanal ist, wie kann ich die ein oder andere Zutat austauschen? Die Gründe sind unterschiedlich, entweder weil man das Produkt jeweils nicht da hat oder aber weil man es nicht verträgt oder nicht mag. Heute gehe ich darauf ein, wie man die Zutaten austauschen kann oder eben auch nicht. Jede Zutat im Eis hat ihren eigenen Zweck. Entweder ist es die geschmacksgebende Zutat oder aber sie sorgt dafür, dass das Eis nicht steinhart wird und cremig bleibt. Zuallererst starten wir bei den Früchten. Da kann man zum Beispiel Beeren sehr gut miteinander austauschen. Wenn ihr zum Beispiel keine Johannisbeeren mögt, sondern lieber Himbeeren, das ist kein Problem. Wohingegen, wenn ihr jetzt Erdbeeren verwenden wollt statt Johannisbeeren, müsst ihr auf den Zuckergehalt achten, da Erdbeeren dann mal deutlich süßer sind als Johannisbeeren. Meine Lieblingsfrucht im Eis sind Bananen. Wenn die nämlich richtig voll reif sind und dann eben geschnitten und eingefroren werden, dann sind die die perfekte Basis für so ein schnelles 5-Minuten-Eis. Sie bringen Süße mit, sie bringen Cremigkeit mit und somit hat man eigentlich die optimale Basis, um ein richtig schnelles, leckeres Eis zu zaubern. Dann gibt es natürlich noch andere Früchte, wie zum Beispiel eine Mango. Die kann man auch sehr, sehr gut pürieren und mit zum Beispiel Skier oder Joghurt oder so aufmixen. Und dann hat man auch ein schnelles 5-Minuten-Eis. Dann kann man noch andere Früchte verwenden, wie zum Beispiel Orangen oder Zitronen. Die eignen sich sehr, sehr gut für ein Sorbet. Aber wenn man da draußen Creme-Eis machen möchte, dann braucht man auch entsprechend Bindung, weil die eben sehr, sehr wässrig sind. Und sonst hat man nachher eben sehr kristallines Eis. Manche Früchte kann man auch vorher kochen, wie zum Beispiel Äpfel oder Quitten oder auch Rhabarber. Die enthalten Pektin und das wiederum gibt eine schöne Bindung und das sorgt dafür, dass man nachher auch ein schönes cremiges Eis hat. Als nächstes kommen wir dann zum Thema Bindung im Eis. Da werde ich sehr, sehr häufig gefragt, zum Beispiel, kann ich Guarkernmehl mit Stärke tauschen? Nein, geht nicht, aber dazu gleich mehr. Oder kann ich das Ei weglassen? Oder. Also die meisten Fragen gehen um das Thema Bindung. Zum einen gibt es Kaltbinder, zum Beispiel Guarkernmehl oder Johannisbrotkernmehl. Die haben den tollen Vorteil, dass man das, was man gerade an Eis produziert, eben nicht noch aufkochen muss, sondern man mixt dieses Pülverchen darunter und hat dann automatisch eine schöne Bindung. Die Kaltbinder sind sehr gut geeignet für zum Beispiel Fruchteis, das nicht mehr kochen soll und dadurch eben sein frisches Aroma behält. Stärke hingegen oder auch Gelatine oder Agar-Agar oder Pektin, die brauchen Hitze, damit sie ihre Bindekraft entfalten. Wenn ich das für ein Beereneis verwenden würde, wäre das eher nachteilig, weil gekochte Beeren nun mal nicht so lecker schmecken wie frische Beeren. Von daher verwendet man die Bindemittel eher bei Eis, das man sowieso kochen muss. Die Bindemittel kann man untereinander austauschen, auch wenn die Bindekraft sehr unterschiedlich ist. Da muss man dann jeweils im Rezept gucken. Also das lässt sich jetzt nicht 1:1 umsetzen. Selbst bei Pektin an sich gibt es verschiedene Produkte und auch die haben jeweils eine unterschiedliche Bindekraft. Von daher ist das eben recht nicht ganz so einfach auszutauschen, weil man eben dann jeweils ein unterschiedliches Ergebnis hat. Wenn es um das Thema Bindung im Eis geht, darf das Eigelb nicht fehlen. Man kann es kalt in die Eimasse geben, man kann es aber auch warm machen oder in Verbindung mit Stärke kann man es zum Beispiel auch kochen lassen, wie ich das häufig in meinen Eisrezepten mache. Und so hat man eben nicht die Gefahr von Salmonellen, beziehungsweise man muss es nicht kompliziert zur Rose abziehen, sondern man kann es einmal aufkochen lassen und hat dann eben direkt die optimale Bindung. Das Eigelb ist ein wunderbarer Emulgator, das heißt, es kann Fett und Wasser wunderbar miteinander verbinden und so dafür sorgen, dass das Eis richtig schön cremig wird. Und als nächstes geht es dann zum Zucker und das ist dann auch die am zweithäufigsten gestellte Frage. Kann man den Zucker durch irgendwas anderes austauschen? Und da wird es wirklich kompliziert, denn beim Haushaltszucker habe ich immer ein einheitliches Produkt, das mir eine einheitliche Süßkraft verspricht und somit kann ich das wunderbar ins Rezept reinschreiben und wenn ihr das Rezept dann nachkocht, habt ihr 1:1 das gleiche Ergebnis wie ich. Den ganz normalen Kristall- oder Haushaltszucker könnt ihr zum Beispiel auch mit Birkenzucker ersetzen, dann habt ihr das gleiche Ergebnis. Wenn das Eis nicht ganz so süß sein soll, könnt ihr auch zum Beispiel Traubenzucker verwenden. Der hat eine deutlich geringere Süßkraft, aber im Eis wirkt er dann trotzdem, dass es eben schön cremig wird.
Schwieriger wird es allerdings, wenn ihr diese Zucker durch andere Süßungsmittel ersetzen wollt, wie zum Beispiel Agavendicksaft oder Sirup oder Honig. All das hat immer eine unterschiedliche Süßkraft. Selbst wenn ihr verschiedene Honigsorten habt, hat das jeweils eine andere Süßkraft. Und somit ist das ziemlich schwierig, ein Rezept unterzubringen, denn der eine verwendet einen milden Honig und hat dann eben ein Ergebnis, wo nicht süß genug ist. Und der andere hat einen Honig, der ziemlich kräftig ist und sagt dann nachher, das Eis ist viel zu süß, das schmeckt überhaupt nicht. Ähnlich ist es auch bei diesen Agavendicksäften oder diesen anderen Sirupsorten. Die haben eben eine sehr, sehr unterschiedliche Süßkraft. Von daher kann man die sehr schlecht in so ein Rezept reinschreiben, um dann eben, oder beziehungsweise damit ihr dann am Ende wirklich ein gleiches Ergebnis erzeugt, wie ich jetzt hier habe. Und wenn es um das Thema Süßen geht, darf natürlich die Banane, wie vorhin erwähnt, nicht fehlen, denn die bringt nicht nur die Süße mit, die bringt auch gleich eine Fruchtigkeit und eine Cremigkeit mit. Und wenn ich die vorher einfriere, bringt die auch gleich die Kälte mit, um hier ein richtig schnelles Eis zu zaubern. Von daher finde ich die Banane für ein Eis optimal. Dann gibt es natürlich noch weitere Zutaten im Eis, wie zum Beispiel Salz. Salz hilft, dass der Eigengeschmack von den jeweiligen Komponenten noch ein bisschen angehoben wird. Es ist ein Gegenspieler zum Zucker, sollte allerdings sehr, sehr sparsam verwendet werden. Wenn ihr allerdings ein Karamelleis macht, da könnt ihr ein klein wenig mehr Salz nehmen, beziehungsweise ein grobes Salz mit rein. Das gibt so einen richtig schönen, runden Geschmack und diese Kombination aus Salz und Karamell ist echt lecker. Und dann gibt es natürlich auch noch Eisrezepte mit Alkohol. Also ich habe ein paar und die finde ich auch unheimlich lecker. Alkohol hat den schönen Vorteil, dass es eben zusätzlich dafür sorgt, dass das Eis schön cremig bleibt, denn Alkohol senkt den Gefrierpunkt und zum Zweiten, es bringt ein unheimlich schönes Aroma mit rein. Manche Alkoholsorten sollte man allerdings vor der Verwendung erst aufkochen, wie zum Beispiel Wein, dass diese Spitze von dem Wein verloren geht und dann hat man eben auch ein richtig schönes, leckeres Eis mit Alkohol. Und damit sind wir auch schon am Ende des Videos. Falls ihr jetzt noch irgendwelche Fragen zu dem Thema habt, schreibt sie mir gerne unten in die Kommentare. Dann kann ich die eben dort beantworten und die Fragen haben bestimmt mehrere, die können es dann dort direkt nachlesen. So, damit sind wir am Ende des Videos. Ich danke euch herzlich fürs Zuschauen und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und bis dahin, viel Spaß beim Eismachen.